Okay. Hey. Was machst du denn hier? Willst du nicht arbeiten? Ich wusste nicht, wohin. Ja, du siehst auch irgendwie aus, als stehst du unter Schock. Ich glaube, das tue ich auch. Geh zum Tristan. Das mit dem Abstand halten, das hat nicht so funktioniert. Was hat er denn jetzt wieder angestellt, um dich zu quälen? Nein, nichts. Er hat... Eigentlich hat er gesagt, dass... Ich glaube zumindest, komm schon, raus mit der Sprache. Und er hat gesagt, dass er mit mir zusammen sein will. Ich denke, er hat dir ganz klar gesagt, dass er nichts von dir will. Und das soll jetzt plötzlich wieder anders sein. Ja, nicht so plötzlich. Es hat sich schon was verändert. Und was? Ich habe mit ihm geschlafen. Oh. Ja, genau. Ich glaube ihm ja auch. Aber du hast Angst, dass er nur zu dir gekommen ist, weil es ihm schlecht ging. Dass sein Bruder und sein Vater vermisst werden. Nein, das war vielleicht der Anlass. Und ja, vielleicht wären wir uns auch körperlich nie so nahe gekommen. Aber Ich habe einfach gemerkt, es ist mehr als Sex. Das war echt. Und wo ist denn jetzt das Problem? Das Problem ist, dass ich Angst habe, dass er morgen wieder dicht macht. Ja, wäre ja nicht das erste Mal. Mittlerweile glaube ich wirklich, es gibt zwei Tristans. Einer, der so nett und charmant ist und mir einfach das Gefühl gibt, dass ich was ganz Besonderes bin. Dann gibt es da den anderen, der mich einfach wochenlang wie Luft behandelt. Ich habe einfach Angst, dass wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dass dann nur noch der zweite zu unseren Verabredungen erscheint. Klar, ich kann dir leider auch nicht viel sagen, was dagegen spricht, aber... Du hast doch echt nicht nötig, dich weiter von diesem Typ quälen zu lassen. Ja, das wäre ja auch klar, wenn ich nicht so verliebt in ihn wäre. Wenn man einfach herausfinden könnte, ob in 48 Stunden wieder alles ganz anders ist. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich will dir jetzt auch nicht warten, auf dein Herz zu hören. Das kann mich leider total nach hinten losgehen. Nee, mein Herz will zu ihm, aber mein Kopf sagt die ganze Zeit, Achtung, Alarm. Lass es einfach laufen, guck, was passiert. Ich meine, vielleicht lösen sich die Sachen ja von alleine. Ja, vielleicht. Morgen fühlt sich bestimmt alles ganz anders an. Weißt du, manche Sachen, die lösen sich, wenn man denen einfach ein bisschen Zeit lässt. Mhm, stimmt. Ich muss weitermachen. Ciao. Hat die Suche mittlerweile auf einen Radius von 250 Meilen erweitert. Ja, aber das ist doch gut, oder? Ich meine, das zeigt doch, dass sie alles unternehmen. Und man kann sich ja vorstellen, dass bei einem Sturm ein Boot weit hinausgetrieben wird. Ja, aber dass es völlig vom Radar verschwindet. Das klingt natürlich beängstigend, aber weißt du, was ich glaube? Dass sich Ludwig und Hagen längst ans Ufer gerettet haben. Das hoffe ich. Aber was, wenn sie es nicht geschafft? Hagen ist ein erfahrener Segler. Ja, du hast sicher recht. Entschuldige, Charlie, aber ich muss jetzt Schluss machen. Wir haben einen Termin mit dem Chef der Küstenwache. Okay, und Elisabeth, nicht den Mut verlieren, ja? Ich denke an dich. Danke, Charlie. Sieht nicht gut aus, hm? Bereit für die Abenteuer der sieben Weltmeere? Frank! Du, sorry, ich bin ein bisschen spät dran. Bist du startklar? Die Dia-Doku über den Marianengraben im Pazifischen Ozean? Du hast vergessen. Das habe ich allerdings vergessen. Kein Problem, das schaffen wir noch. Komm. Nein. Was? Mir ist jetzt wirklich nicht nach tosenden Meereswogen. Es geht eigentlich auch eher um das, was unter den tosenden Meereswogen passiert. Das macht es, weiß Gott, nicht besser. Okay. Was ist los? Nichts, ich habe nur einfach nicht die Nerven für diesen Quatsch. Ist doch kein Quatsch, es ist eine seriös recherchierte Dokumentation, da wolltest du neulich unbedingt hin. Ja, Dinge ändern sich. Offensichtlich.
Würdest du mir auch erklären, warum das jetzt so ist? Frank, es hat nichts mit dir zu tun. Mir ist nur einfach im Moment nicht nach Unterhaltung, okay? Frank, bitte, ich möchte nicht darüber reden. Bitte schön. Okay. Wahrscheinlich ist gerade wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn du reden willst, ruf mich an. Jetzt hängst du das wieder so hoch. Ist das dein Ernst? Ich möchte für dich da sein, wenn es dir nicht gut geht. Ist das so ungewöhnlich in einer Beziehung? Ich höre immer Beziehung. So viel zum Thema, wir lassen es langsam angehen. Unser kleinster gemeinsamer Nenner ist ja wohl eine Beziehung. Lass es eine vorsichtige sein oder eine langsame oder was weiß ich. Du hast es nie ernst gemeint. Was um Himmels Willen? Mir Zeit zu geben und Raum. Raum vor allem. Du tust es nicht. Das ist ja auch nicht wahr. Übst Druck aus. Ich habe lediglich gesagt, du kannst mich anrufen, wenn du möchtest. Mir war nicht klar, dass das schon die Grenzenüberschreitung ist. Du merkst überhaupt nicht, wie besitzergreifend du bist. Und du bist vollkommen albern. Also so eine Diskussion habe ich nicht mal mit 14 geführt. Ja, die musst du auch jetzt nicht führen. Danke. Suchst du einen Job? Nein, keinen Job. Meine Seelenruhe. Kostet es, was es wolle. Bitte? Naja, so wie du Frank niedergemacht hast. Ich habe ihn nicht niedergemacht. Also ich konnte seinen Standpunkt ehrlich gesagt gut verstehen. Er drängt sich auf, er mischt sich ein. Es gibt einfach Dinge im Leben, die muss man mit sich selbst ausmachen. Ist durch den Wind wegen Hagen und Ludwig. Woher soll Frank das bitte wissen? Meine beste Freundin vermisst ihren Mann und dessen Sohn. Das ist ein Schock, auch für mich. Olli, die beiden können tot sein. Das kann gut sein, aber woher soll Frank das wissen? Du erzählst ihm ja nichts. Muss ich das denn? Reicht es denn nicht, wenn ich ihm sage, dass ich keine Lust auf diese blöde Dia-Show habe? Zumal ich ja offenbar in einem Ausnahmezustand bin. Mir wird es nicht reichen. Jedenfalls nicht, wenn ich nicht verliebt wäre. Rein theoretisch. Siehst du? Und das ist eben das, wo das, was man gemeinhin Beziehung nennt, sehr kompliziert wird. Es kommt schon, geht's noch ein bisschen kindischer und alberner? Ich glaube nicht, dass ich mir das jetzt anhören muss. Das kann gut sein, das ist mir aber egal. Charlie, jedes Mal, wenn du das Wort Beziehung hörst, dann drehst du völlig am Rad. Weißt du, dann wird aus meiner intelligenten Tante plötzlich so ein kleines 14-jähriges Mädchen, das von seinem Leben und seinen Hormonen gequält wird. Und dann musst du gar nicht so gucken, du weißt, dass ich recht habe. Charlie, Frank ist nicht das Problem. Du bist das Problem. Tristan? Nee, der ist schon vor ein paar Stunden abgehauen. Leni meinte, der war ziemlich schlecht drauf. Bella kommt gleich. Ich nehme an, du hast mit ihm geredet. Ja, leider. Sag jetzt bitte nicht, was ich fürchte, dass du sagst. Ich habe ihm gesagt, dass das ein Fehler mit uns ist. Und das ist der eigentliche Fehler. Wieso? Weil ich in ihn verliebt bin. Und er, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in mich. Ich meine, warum können wir da nicht einfach zusammen sein? Weil bei euch nichts einfach ist. Er hat dir wehgetan und das nicht nur einmal. Kannst du dir ansatzweise vorstellen, wie es ihm gerade geht? Ich meine, sein Bruder und sein Vater werden vermisst. Ach, er hat doch auch vorher schon auf deinen Gefühlen rumgetrampelt. Mann, er kann einfach nicht anders und ich dachte, das hättest du endlich kapiert. Mann, er braucht mich. Und ich habe Sehnsucht nach ihm, okay? Ich war feige, ein Risiko mit ihm einzugehen, aber das war halt mein Fehler. Ich habe versucht, einen Schlussstrich zu ziehen. Wirklich, ich habe es versucht. Ich kann es einfach nicht. Schon wieder nur die Mailbox. Bella, ich will ja nicht nerven, aber wahrscheinlich gibt es ja einen Grund, warum Tristan nicht ans Telefon geht. Ich weiß einfach nicht, was ich schlimmer finde. Dass er nicht rangeht, weil es ihm schlecht geht oder ich wirklich für ihn gestorben bin. Ach, weißt du, ich versuch's einfach. Mein Gott, ist der Mann begehrt. Hier. Und Tristan, das hat ihn liegen lassen. Deshalb kann ich ihn nicht erreichen. Ich muss los. Aha, wo geht's jetzt hin? Vermutlich in ihr Unglück.